Ein knalliges Hallo zusammen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge XCOM Declassified bzw. The Bureau. Ja, und ich weiß nicht warum, aber hier haben wir gerade einen großen Frame-Einbruch. Deswegen laufen wir mal schnell weiter, vielleicht wird's hier besser. Man sieht's vielleicht bei euch oben links, steht gerade bei mir auf 10. Und es sollte eigentlich 60 sein. Ja. Wo soll ich denn hin? Da soll ich wahrscheinlich hin. Da, wo es blinkt. Nee. Nee, der ist hier. Der hat ein paar Einbrüche. Okay, jetzt geht es langsam wieder ein bisschen höher. Na, wollen wir mal gucken, dass es klappt. So. Hoppala, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich wollte eigentlich das tun, genau. Au, was ist denn hier passiert? Dann müssen wir uns doch mehr in Acht nehmen, als ich dachte. Da vorne liegt ja jemand. Schauen wir mal rechts. Okay. Gott, Nils. Nicht unser Nils. Nicht der, den wir schon kannten. Er hat einen guten Tod. Warum? Warum tötet ihr Nils? Warum greift ihr unsere Welt an? Sie verstehen nicht. Dies ist nicht mehr eure Welt. Aber ihr werdet es lernen. Mosaik lehrt es euch. Was zum Teufel ist Mosaik? Mosaik ist die Wahrheit, die die Menschheit erfahren wird. Nur schade, dass sie das nicht mehr erleben werden. Tja, ich kenne noch eine andere Wahrheit. Und wie lautet die? Die sind umstellt. Was für eine Wahrheit? Immer drauf! Leute, da nicht zu mir! Kerlchen, du bist da. Dann komm du mal her. Du bewegst dich dahin. Deckung nehmen, da drüben! Marschiere los! Und du? Vertreib die beiden da mal weg. Vertreiben, dort! Neue Berührung auf Area! Position! Haben wir noch eine bessere Waffe? Ja, wir haben eine bessere Waffe. Der Agent heilt sich irgendwie wieder hoch, oder? Mann, Sie sind verwundet, ich bin verletzt. Aua! Ja, ist ja gut, wir sind ja da. Geht wieder zurück. Mach's gut bei mir. Ach, Kerle. Ich werde mich revanchieren. Commander, alles in Ordnung? Nein, nicht wirklich. Sanitäter! Was ist denn hier los? Leute, ihr seid doch dumm. Na komm schon! Ja, die sind alle wieder erledigt, oder was? Mein Gott, was ist denn hier los? Sorry, Leute. Das ist gerade... Das hat gerade so wenig Frames, dass es gerade sehr schwer überhaupt zu spielen. Ich versuche den Checkpoint einfach nochmal zu laden und vielleicht klappt es dann. Kann ja sein, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. So, jetzt läuft er auch mit 50. Okay. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Oh Gott, Nils. Das kennen wir schon. Okay, jetzt... Leute, wo rennt ihr lang? B. So, ich würde ganz gerne einmal unseren Support hier vorne.
Deckung! Stehen, bewegen! Los. Den anderen da vorne hin bewegen. Bin unterwegs! In Position! Bin bereit! Und wir gehen hier hin. Und ich glaube, wir müssen uns darauf... Aua, jetzt hör auf, nach rechts zu gucken. Wir gucken nach links. Okay. Viel kann ich nicht mehr einstecken. Kannst du nicht mal eine Granate werfen oder so? Ja, kannst du. Wirf! Ich brauche einen Sanitäter. Ich komme... Laden wir nochmal nach. Was ist mit dir los? Du kannst doch Gefechtsstimulantien nutzen, oder? Ja, mach das Machen mal. Machen Sie die Stimulantien bereit. Stimmt bereit. Haltet den Druck aufrecht. Und ich heil mal alle. Wir haben Schilde. Ja. Der kann einfach mal neue Leute erzeugen, oder was? Was heißt hier, der braucht Hilfe? Wo ist er denn? Das ist doch der. Vertreibt den mal da weg. Dort säubere das Areal. So, was ist mit dem anderen? Der steht noch ganz locker, oder was? Ja, der steht noch ganz locker. Mach den mal kaputt. Auf dieses Ziel konzentrieren. Verstanden. So, dann haben wir einen, der sich darauf konzentriert. Und ich halte den mal so ein bisschen links, die Deckung frei. Ja, ich habe keine Ahnung, warum plötzlich die FPS so einbrechen. Das muss am Spiel gerade liegen. Ich habe Schmerzen. Heul nicht so rum. Jetzt habe ich kaum noch Munition. Blöder Agent. Super! Wie soll man das bitte schaffen ohne Munition? Wie soll man das bitte schaffen? Mit mir geht's zu Ende! Alle nur noch am heulen. Sie können mich doch nicht hier lassen! Wiederbeleben! Helfen Sie mir, verdammt! Ich helfe Sanitäter! Na super! Sie rücken vor, was sollen wir tun? Ich brauche Hilfe! Okay, das war's. Wie soll man das bitte schaffen? Erstens, das Ganze ist gerade so weit runter von den FPS. Du kannst kaum was spielen. Dann ist es gerade so, du kannst hier dein ganzes Arsenal drauf ballern und trotzdem stirbt da keiner. Müssen wir da Ein etwa... Kontakt! Da sind sie! Verdammt! Schilde! Bewegen. Halt! Bewegen. Bleib doch ruhig da. Anderer. Los, dahinter! Geh dahin. Ich rücke vor. Mich in Bewegung. Bin soweit. Das war's schon direkt. Ja, super. Leute, ich kann nicht schießen. Guckt euch das an. Nee, tut mir leid, Leute. Das Ganze hier ist zu out of control.
Ihr seht gerade selber, wie schwer das ist, das zu spielen. Ich werde den PC jetzt nochmal neu starten und werde das Ganze nochmal neu versuchen. Und wenn es dann nicht klappt, dann wird es schwer, das Ganze hier weiterzuführen. So leid es mir tut. Aber so mies wie jetzt kann so eine FPS nicht sein. Und wenn man jetzt gerade guckt, jetzt gerade läuft es bei mir auf 62. Jetzt läuft alles gut, aber wenn ich da drin spiele... Okay, Moment. Letzter Checkpoint. Nochmal einmal versuchen. Wir geben ihm nochmal eine Chance hier. Aber man merkt schon, der hat Probleme. Ich persönlich würde mich ja in dem Raum da vorne barrikadieren. Ein Kontakt! Da geht das? Geht nicht. Natürlich geht das nicht. Wie machen wir es? Es wird wieder einer von der Seite kommen. Bewegen. Deckung, dort! Setze mich in Bewegung! Ja, wir versuchen dir jetzt nochmal hier. Du! Granatendeckung! Zwingt sie raus! Vertreibe Gegner! Schalten Sie ihn aus! Er gehört mir! Commander, Sie sind verwundet! Ich bin verletzt! Doch, mein Gott! Stell dich nicht so an! Das ist das Mindeste, was ich tun kann, Commander! Ich habe Schmerzen! Jetzt habt ihr alle euren Posten abgegeben. Einen Arzt! Fast geschafft sieht für mich anders aus. Ich brauche einen Sanitäter, Commander! Deckung, da! Marschiere los! Bin bereit! So, komm, kann ich jetzt noch... Nein, ich kann natürlich keine geben. Bitte vertreib... Setzen Sie Vertreiben ein, dort! Säubere das Areal! Der muss da weg. Wo bewegt ihr euch immer hin, ihr... Gehen Sie in Deckung! Setze mich in Bewegung! Ich bin in Position! Die tun immer so, als wären sie hier so... Wer weiß wie groß. Ich bin immer noch verletzt! Wie soll man den Kerl töten? Ich weiß gar nicht, was da los ist. Tut mir leid. Sie kommen näher! Befehl! Commander, alles in Ordnung? Ach, du bist das. Okay. Gefechtsstimulantien, bitte. Stimulantien! Stimmt bereit! Und ihr vertreibt die dabei. Zieh sie raus! Vertreibe Gegner! Heilung aktiviert! Und ich heile. Wir haben ihn fast! Granate! Das bist du, ne? Ja, beweg dich mal. Zurück am besten. Los, gehen. Da in Deckung! Rücke vor! Komm, den kriegen wir jetzt. Bevor meine Muni aus ist. Das ist der letzte. Sehr schön, wir haben es geschafft. Feuer einstellen, Jungs. Lebend ist der wertvoller für uns. Los, sperren wir ihn ein. Trotz der FPS-Rate. Lebend. Gut gemacht. Melden Sie sich mit Agent Nils uns bei. Nils ist tot. Ich sagte ihm, er soll auf Verstärkung warten. Aber er ist ohne mich los. Verstehe.
Kommen Sie in den Zentralstab. Es gibt Arbeit. Und den lassen wir einfach hier stehen. Okay. Ja, hoffen wir mal, dass das mit den FPS besser wird, weil so ist es doch echt blöd. Vielleicht liegt es wirklich hier an der Szene. Ah ja, wir schießen die ganze Zeit da rum und hier sitzen die alle wie blöd. Hättet ihr uns nicht einfach mal helfen können? Ihr dämlichen Idioten. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade wild um uns geschossen. Einen Raum weiter. Dann reden wir mal hier. Na, Erfolg gehabt? Ja, hab ihn erwischt. Das ist doch gut, oder? Nils, er ist tot. Verdammt. Ich hätte dabei sein sollen. Hören Sie, ich muss aufbrechen. Der Direktor schickt uns auf eine Erkundungsmission. Wenn ich wieder da bin, trinken wir einen Schluck auf Nils. In Ordnung. Viel Glück, Agent DeSilva. Ich brauche kein Glück. Und nennen Sie mich Nico. Will. Ja, das mit den FPS scheint ja irgendwie gleich zu bleiben. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich wieder hier vorne. Guck, guck, benutzen. Euch ist auch egal, wo wir hinfahren, oder? Ihr sitzt einfach nur mit rum. Das ist auch lässig, die ganze Zeit nur im Aufzug sitzen. Schon wieder ein Kurzschluss. Wir wollen eine Lektion erteilen und denen einfach den Saft abdrehen. Nein, wo ist denn die Karte, verdammt? Ich hab doch keine Ahnung, wo ich hin soll. Okay. Da sind Sie ja, Agent Carter. Einen kleinen Moment bitte. Wenn Sie kurz Zeit hätten, ich bin Dr. Heinrich Dressner. Ich habe Sie schon erwartet. Sehr freundlich, aber ich muss schnell zu... Ich versichere Ihnen, Mr. Falk wird sich freuen, dass wir uns unterhalten. Schließlich brauchen wir neue Waffen für diesen Krieg und in meinem Labor werden sie gebaut. Jede Waffe, die Sie aus Einsätzen mitbringen, wird studiert und für Sie umgebaut. Sie wissen viel über die Outsider und ihre Technologie? Ich arbeite schon fast so lange für Mr. Falk, wie er ihre Existenz vermutet. Und seit dem Angriff hatte ich so viel mehr Material zu studieren. Kein Grund zu überschwänglicher Freude. Wir haben dabei viele gute Leute verloren. Und eben noch einen. Tut mir leid, William. Ich möchte wie Sie weitere Verluste verhindern. Ich wollte Ihnen das hier geben. Unsere erste Entdeckung. Okay, aber was ist das? Nein, nein. Das Venn-Armband ist für Nahkampfattacken ausgelegt, um Ihre Schläge zu verstärken. Gegen ein verletztes Ziel ist seine Wirkung verheerend. Aber noch wichtiger, es kann modifiziert werden, um Outsider-Waffen zu adaptieren und zu nutzen. Das hätte mir vor ein paar Minuten weitergeholfen. Ah, aber man kann ihnen nicht einfach nur die Waffe abnehmen. Zuerst müssen sie eine finden, die noch nicht auf die feindliche... Jede Minute, die wir verschwenden, kann Leben kosten. Verzeihung, William. Nehmen Sie das Armband. Ich sage Bescheid, wenn es uns helfen kann. Danke, Doc. Und vielleicht bringt unser nächstes Forschungsobjekt einen weiteren Durchbruch. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss den Direktor sprechen. Danke, William. Kommen Sie jederzeit wieder. Okay. Genau, stört mich nicht. Ich hab zu tun. Ah, konstant 30 FPS hier drin. Ist das nicht mal schön? Oh, sogar mehr. Agent Carter, Ihr Bericht. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Mensch, Mensch, Mensch. Der Drecksack hat Nils erwischt. Sowas darf nicht passieren, Falk. Nils ist tot. Wir haben Glück, dass es nicht noch schlimmer kam. Der Verlust von Agent Nils wird die Organisation sehr schmerzen. Aber im Moment haben wir größere Probleme. Sein Verlust? Verdammt, wir müssen diese Dreckschweine aufhalten. Und zwar möglichst sofort. Verstehen Sie das? Beruhigen Sie sich, Agent. Wir sind uns alle einig, dass Sie gestoppt werden müssen. Es wird das Beste sein, Dr. Alan Weir von der Rosemont University hierher zu holen. Nein, wir müssen dem Feind etwas entgegensetzen. Richtig. Und wir können beides tun. Es gab einen weiteren Angriff. Das Ziel war die Rosemont University. Ein ziviles Ziel? Warum? Weil Dr. Weirs Forschungen uns sagen können, was der Feind will, wie er denkt und wie wir ihn stoppen. Wir brauchen ihn, wenn wir überleben wollen. Und Sie wissen selbst am besten, dass Überleben der erste Schritt zum Gegenschlag ist. Also gut. Holen wir ihn her. Gut. Wenn Sie soweit sind, rufen Sie die taktische Karte am Terminal auf und Ihr Team wird losgeschickt. Achten Sie darauf, dass in der Basis alles geregelt ist.
Team steht, Waffen bereit. Keine offenen Fragen mehr. Man weiß nie, wie lange ein Einsatz dauert. Oder ob man überhaupt zurückkehrt. Ich bin mir dessen sehr bewusst, Sir. Okay. So, dann stellen wir mal ganz schnell in den Optionen doch nochmal hier Untertitel an. Das habe ich nämlich gerade schon gemerkt, irgendwie fehlte doch da was. So. Also, das ist das Terminal, nehme ich an. Genau. Sie greifen von überall an. Wir erkennen noch kein Schema. Aber die Prioritäten für Ihre Mission haben wir schon erarbeitet. Wenn Berichte und potenzielle Missionen reinkommen, erscheinen Sie hier. Ich verlasse mich darauf, dass Sie die dringendsten zuerst erledigen. Ja, ja, tue ich auch. Da nur eine da ist, nehmen wir doch mal hier. So, wir nehmen auf jeden Fall mit. Wir sind natürlich selber dabei, ist klar. So, wir hätten noch Stuart und Whitney. So, Göppinger und Harsch. Ich glaube, was haben wir denn hier? Ach, ich kann leider noch so gar nichts anfangen mit den Zeichen daneben. Das ist wahrscheinlich ein Medizinmann. Das ist ein Techniker. Ein Speer und das weiß ich nicht. Ich würde ganz gerne den Techniker auswechseln. Stattdessen mal hier unseren Speer mit reintun. Ich glaube, so ein Scharfschütze kann ich mir hier mehr leisten. Der kommt dazu. Können wir mehr da reintun? Nein, wir können nicht mehr reintun. Okay, so. Dann machen wir es jetzt so und los geht's. Göppinger Stuart. Okay, Missionsauswahl. Wählen. Da waren wir schon. Ach, da unten. Jetzt, da sind sie. Was ist das? Größere Operation. Der schlimmste Fall. Die Welt in Finsternis. Nachrichten von der Front. Okay. Ja, aber ich würde sagen, das sehen wir uns dann alles in der nächsten Folge an. Ciao, ciao.